Geschätzte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und möchte Sie heute darüber informieren, dass nach den Anzeigen von Sozialdemokratie und NEOS wegen einer angeblich falschen Aussage im Untersuchungsausschuss die WKStA ein Ermittlungsverfahren gegen meinen Kabinettschef und auch gegen mich eingeleitet hat. Es handelt sich hier um keinen Korruptionsvorwurf, sondern um den Vorwurf von SPÖ und NEOS, eine falsche Aussage im Urausschuss getätigt zu haben. Technisch betrachtet ist das ein Einzelrichterverfahren, das heißt, die WKStA hat jederzeit die Möglichkeit, jetzt auch Strafantrag zu stellen, das bedeutet Anklage zu erheben. Und ich habe auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, vor dem Richter meine Sicht der Dinge darzulegen. Und wenn Sie erlauben, sehr geehrte Damen und Herren, dann würde ich das gerne natürlich hier auch öffentlich tun. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich stets im Untersuchungsausschuss und zwar stundenlang versucht habe, alle Fragen bestmöglich, soweit ich mich erinnern konnte, wahrheitsgemäß zu beantworten. Und das, obwohl es Themen sind, die jahrelang zurückliegen und alles auch Themen sind, die, wie Sie wissen, nicht gerade zu den Hauptthemen meiner eigenen Tätigkeit als Regierungschef gezählt haben. Es ist leider Gottes, und ich glaube, Beobachter haben das ja auch bemerkt, Methode geworden, im Urausschuss mit Suggestivfragen, Untergriffen, manchmal auch Unterstellungen, eine aufgeheizte Stimmung zu erzeugen und dann gleichzeitig zu versuchen, einem jedes Wort im Mund umzudrehen. Zusätzlich dazu ist mittlerweile in Österreich eine Kultur eingerissen, wie wir sie in anderen Ländern schon lange kennen, nämlich dass mit ständigen anonymen Anzeigen und teils auch offenen Anzeigen gearbeitet wird. Auch gegen mich gab es in den letzten Jahren stetig immer wieder Anzeigen seitens der Oppositionsparteien oder anderer. All das macht einem die Arbeit nicht einfacher. Ich sage ganz persönlich dazu, all das macht einem die Arbeit auch nicht angenehmer. Und wenn Sie mir vielleicht auch noch diese Einschätzung gewähren, ich glaube, auch all das hilft nicht unbedingt der politischen Kultur in unserem Land.